Herzlich willkommen hier auf dem Natur- und Technikkanal Amazing Nature Alpha zu einer weiteren Folge www. Was wäre, wenn ich bei minus 15 Grad kochendes Wasser in die Luft schütte? Viele von euch kennen das Ergebnis. Sicherlich habt ihr das schon auf Instagram und Co. gesehen. Ich habe es noch nie nachgemacht, deswegen nehme ich euch jetzt mit in diese Folge. Was wäre, wenn ich kochendes Wasser bei minus 15 Grad um mich herum schütte und dann ein Foto mache? Los geht's! Ja, zuerst einmal ein herzliches Dankeschön an meine Schwiegermama Barbara, die dieses Video inspiriert hat. Die hat mir nämlich gestern Abend noch eine SMS geschrieben und gesagt, hey, ich habe da was ganz Tolles in der Zeitung gesehen. Und zwar, wenn man kochendes Wasser in eiskalte Luft schüttet, dann wird das sofort zu Dampf und da kann man tolle Fotos machen. Dann habe ich ihr zurückgeschrieben, ja, Barbara, das kenne ich alles schon, aber es ist so kalt und ich weiß nicht, ob ich Zeit finde. Und jetzt habe ich heute Morgen zu meiner Frau gesagt, ich muss jetzt sofort raus und das nachmachen und euch da eine www-Folge machen. Ich brauche ja Futter für diese Playlist. Okay, wie habe ich das angestellt? Okay, ich habe hier in meinem Rucksack, das packe ich jetzt nicht aus, denn meine Zehen frieren ab. Ich bin hier schon richtig lang draußen und zwischenzeitlich war es wirklich hart. Und deswegen werde ich jetzt nicht jedes Utensilienstück auspacken können. Ich habe eine Thermoskanne mit kochendem Wasser dabei gehabt. Die habe ich in meinen eigens selbst entworfenen, Achtung Werbung, Spoiler, Photography is colorful, Blechbecher, Campingbecher reingefüllt. Den könnt ihr übrigens erwerben, wenn ihr unten mal in die Videolinks schaut, da könnt ihr mich unterstützen. Da habe ich das kochende Wasser eingefüllt und dann habe ich das praktisch kreisförmig in diese minus 15 Grad kalte Luft geschüttet. Vielleicht schaut ihr das Video im Sommer und denkt euch, Mann, schön, dass du mir das erzählst, aber es ist gerade Sommer. Ja, vielleicht kommt bei euch auch mal wieder der Winter und dann könnt ihr dieses Video wieder aufrufen und nachmachen. Jetzt ist es halt gerade so kalt, wenn ich das Video hochlade, hat es wahrscheinlich schon wieder 0 Grad, dann könnt ihr es wieder nicht nachmachen. Das ist immer blöd, deswegen habe ich auch überlegt, ob ich das Video überhaupt mache, aber ich denke mir halt, naja, irgendwann gibt es mal wieder so eine Wetterlage und dann seid auch ihr am Start. Meine Zehenschmerzen, oh, ich fühle mich schon wie Reinhold Messner. Was habe ich gemacht? Ich habe hier übrigens Respekt an alle Technik. Ja, muss ich mal ganz klar sagen, ich habe hier beide Tink-Tink-Stative dabei. Die schwächeln schon so ein bisschen, wenn man die Beine auf und zu macht hier. Also das geht schon sehr schwer, der Kopf geht sehr schwer zum Öffnen bei diesen klirren kalten Temperaturen. Trotzdem Respekt an die Technik. Ich habe beide, also die Sony A7 S3 filmt mich gerade. Ich sitze auch unmöglich gerade, ich muss mal ein bisschen näher kommen. die filmt mich gerade, ich sehe das auf dem Display. Und hier die A9, geht aber auch mit jeder anderen Kamera, die irgendwie diese Temperaturen aushält. Hier oben drauf habe ich noch den Sony Profi Blitz drauf. Und das verlinke ich euch auch alles mal in die Shownotes unter dem Video, damit ihr mal gucken könnt, was das alles so kostet und ob ihr euch das leisten wollt. Hier gibt es auch noch einen kleineren davon. Aber mein Plan war heute gegen die Sonne mit einem starken Blitz voranzugehen. Und das hat den Vorteil, ich habe die Kamera so eingestellt auf Selbstauslöser und dann soll sie 3 Bilder in Folge schießen. Jetzt ist das so, dass wenn der Blitz mit voller Leistung gegen die Sonne bläst, also ich habe ihn ja auch nur auf so eine halbe Leistung erstmal eingestellt und dann auf fast voll, ganz voll mache ich selten, aber dann hat das den Vorteil, dass der Blitz es nicht schafft, das so schnell nachzuladen, weil ich mit dieser Leistung blitze, ja. Und die Kamera macht ja dann klack, 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 3 Bilder sofort nacheinander. Und das hat eben die Folge, dass ich das erste Bild geblitzt habe, das zweite Bild oft auch noch geblitzt habe, aber nicht mehr mit voller Stärke. Und das dritte Bild habe ich nicht geblitzt. Und das ist super heute, weil dann habe ich die Variation auszusuchen, wie sieht es denn eigentlich besser aus, wenn ich nochmal ein Aufhelllicht von vorne mit drauf habe auf dem Körper oder wenn nur das Durchlicht von der Sonne hinten durchkommt. Und das war eigentlich so heute die ideale Kombi. Also ich habe den Blitz einfach auf manuell gestellt, nicht auf TTL, sondern auf manuell, habe ihn auf volle Leistung. Was habe ich hier eingestellt? Eine Blende 8, glaube ich. Ja, eine Blende 9, anfangs glaube ich mal eine 8. Blende 8, dann hatte ich mal, je nachdem wie stark die Sonne schon scheint, habe ich eine 1/100 genommen und eine 2/200 Verschlusszeit. Da müsste man ein bisschen experimentieren. ISO hatte ich relativ niedrig. Da muss natürlich der Blitz auch ordentlich dagegen ankämpfen, ja? Weil eine ISO 100 ist natürlich für einen Blitz auch nicht super. Wenn ihr den auf ISO 400 stellt, verdoppelt das ja theoretisch die Blitzleistung. Ja? Also ISO 100, volle Blitzleistung und erstmal halbe Blitzleistung habe ich ausprobiert, wo es noch nicht so hell war. Und ja, die Bilder werde ich euch jetzt dann alle einblenden.
Unten könnt ihr immer lesen, mit welchen Einstellungen die Bilder geschossen wurden. Mir frieren die Zehen ab und deswegen gehe ich jetzt schnell nach Hause, packe das Zeug ein. Wobei da vorne so tolle Gräser auch im Frost im Gegenlicht stehen. Vielleicht mache ich da auch noch mal schnell ein paar Aufnahmen und vielleicht werde ich dann hier irgendwo irgendwann in 100 Jahren gefunden unter dem Eis. Euch noch eine schöne Zeit da draußen. Danke fürs Reinschauen. Schaut auch mal wieder rein zu einer neuen Folge Was wäre wenn? Oder natürlich zu allen anderen Playlists, die ihr auf meinem Kanal habt. Zum Beispiel Fotografieren lernen ist ja sehr beliebt und aber auch Zubehör und Kameratechnik für Fotografen. Ich sehe schon, ich blase hier Rauch in die Kamera. Euch noch eine schöne Zeit. Bis bald mal wieder. Tschüss.